Wir sind jetzt hier gerade am Spazieren und ich habe mir gedacht, diese Aufnahmen, ich muss euch das unbedingt zeigen hier in Alanya. Sie machen wirklich sehr, sehr viel neu und das ist wirklich sehr, sehr schön hier auf jeden Fall. Die Promenade wird neu gemacht und wenn ihr im Sommer hier sein solltet, dann werdet ihr auf jeden Fall ein neues Alanya, zumindest am Strand, vorfinden. Richtig cool. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Und ich hoffe, es kommt irgendwie annähernd rüber. Es ist wirklich bezaubernd, könnte man sagen. Es ist wirklich eine Wahnsinnsaussicht. Und ich schwenke noch mal so ein bisschen rüber. Es ist wirklich echt mega. Also wirklich. Ich hoffe wirklich, dass ihr die Zeit findet, irgendwann mal auch hier wieder herzukommen. In die Türkei oder sonst wo. Es gibt wirklich viele, viele Länder natürlich, die sehenswert sind. Aber die Türkei gehört definitiv auch dazu. Und vor allen Dingen, die Türkei ist ein Land, meiner Meinung nach, wo man auf jeden Fall sehr gut leben kann. Und natürlich ist auch immer wieder die Diskussion in Bezug auf, ja, es ist für die Europäer natürlich sehr günstig. Aber für die Türken sehr teuer. Und ja, also meiner Erfahrung nach sind die Türken trotz des ganzen Wandels hier doch ein sehr fröhliches Volk und dementsprechend so oder so wirklich annehmbar das Ganze und sehr zufrieden mit sich selbst. Und ja, Cookie hat hier gerade jemand kennengelernt. Wo ist er? Da ist er. Ja, so ist das, wenn man hier mit Hunden spaziert. Da muss man dann den Hund gut im Blick haben. Ja, auf jeden Fall eine ganz feine Geschichte hier. Letztendlich ist es so, dass wir selber hier keine große Armut, zumindest in Alanya, sehen. Und in Antalya war es genauso. Natürlich, und das darf man einfach nicht vergessen, die Türkei, wie auch Deutschland oder viele andere Länder, es gibt immer, wo Licht ist, gibt es auch Schatten. Und dementsprechend, wo es Reichtum gibt oder viel Geld fließt, wird es auch Armut geben. Das ist in Deutschland, meine Freunde, nicht anders. In Deutschland, in Hamburg, glaub mir, es gibt Ecken, da willst du nicht wohnen. Es gibt da viele Obdachlose, viele Leute, die wirklich auch sehr, sehr wenig zu essen haben. Also das ist nicht nur ein türkisches Phänomen, sondern wirklich ein weltweites Problem, könnte man sagen. Und dementsprechend ist es ja so wichtig und schön, dass man auch hier natürlich hilfsbereit ist, aufmerksam ist und dementsprechend natürlich auch immer wieder was zurückgibt. Und man sollte immer froh und dankbar natürlich dafür sein, dass man einfach mehr als genug hat. Und wenn du nicht mehr als genug hast, dann wird es Zeit, dass du das in den Angriff nimmst und Vollgas gibst mit deinem Leben, mit deiner Lebenszeit, dass du wirklich aus deinem Leben was machst. Und heutzutage gerade mit der Online-Welt ist einfach alles möglich. Man darf sich Wissen ansammeln, man darf, wenn man Interesse hat, das ist die absolute Grundvoraussetzung, Interesse zu zeigen, sich Wissen anzueignen und dann natürlich auch Vollgas zu geben. Man muss handeln. Wenn du nicht handelst, dann bleibst du so oder so natürlich an der Stelle stehen. Und das ist natürlich nicht unbedingt zu empfehlen. Aber es soll auch Menschen geben und es gibt Menschen. Und es ist auch gut und richtig so, dass die einfach ihr Leben so leben, wie sie es für richtig halten. Und man muss sie nicht verbessern. Hauptsache, sie leben für sich in Frieden. Und das ist eine ganz tolle Geschichte. Das einmal von uns hier nochmal. Ich schwenke nochmal rüber. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Hier am Mittelmeer, wirklich schön, echt wunderbar. Ihr könnt ja gerne einen Kommentar mal da lassen, wie es euch hier in Alanya gefällt, in der Türkei, wenn ihr denn schon mal da wart. Und oder ob ihr vielleicht demnächst hierher kommt nach Alanya. Schreibt mal gerne einen Kommentar, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal, euer Coach Markus.